Das letzte Jahr nicht nur für mich eine schwierige Zeit. War oft der einsame Mann statt in der Krise vereint, um zu verarbeiten, wie es mir geht, Zeilen geschrieben. Kam vieles anders als geplant, wie bei so vielen. Das letzte Jahr nicht nur für mich eine schwierige Zeit. War oft der einsame Mann statt in der Krise vereint, um zu verarbeiten, wie es mir geht, Zeilen geschrieben. Kam vieles anders als geplant, wie bei so vielen. War schon immer mein Ziel, meine eigene Musik zu machen. Fand es faszinierend, etwas aus dem Nichts zu erschaffen. Etwas, das berühren und Stimmungen ändern kann. Das Sein begleitet und durch schwere Zeiten bringen kann. Deswegen oft versucht, mit Leuten eine Band zu gründen. Und irgendwann damit abgefunden, niemand zu finden. Angefangen vor einem Jahr erst nur geguckt, wie dieses Beats bauen geht. Aus Ironie wurde ernst, erzähle, was ich durchlebe. Hasse es, abhängig zu sein. Hier mach ich alles selbst, muss auf niemanden warten, bin auf mich gestellt. Hatte mir vorgenommen, erstmal nur 4 Songs zu machen, doch wollte die EP nicht negativ enden lassen. Mich dazu entschlossen, ernste Themen anzusprechen, das Stigma mentaler Probleme weiter zu brechen. Schon immer angezogen von der Melancholie, daher wenig überraschend, der Sound meiner Musik. Das letzte Jahr nicht nur für mich eine schwierige Zeit. War oft der einsame Mann statt in der Krise vereint, um zu verarbeiten, wie es mir geht, Zeilen geschrieben. Kam vieles anders als geplant, wie bei so vielen. Das letzte Jahr nicht nur für mich eine schwierige Zeit. War oft der einsame Mann statt in der Krise vereint, um zu verarbeiten, wie es mir geht, Zeilen geschrieben. Kam vieles anders als geplant, wie bei so vielen.